Cole Phelps, badge 1247. Guten Tag. How can I help, Detective? Can you put me through to Michigan 2458, please? Connecting you now. Hello, can I help you? LAPD, ma'am. Can I speak to John Madsen, please? He's at school, officer. What's this about? Is he in trouble? How old is your boy, ma'am? Just turned 16. Wrong person, Mrs. Madsen. Sorry to disturb you. Messages, please. There's just one message for you, Detective. A four-door Packard, diplomatic license number, Paul Robert 706, was reported missing this morning by Juan Francisco Valdez. Could you have him brought in? He's already here at Central, Detective. He's demanding an audience, as he calls it. Thanks. Can you get a message to Captain Leary? Tell him we'll be in as soon as we can. Thanks for your help. Okay, das ist dieser Juwenfall des da. Can you cordon off this lot until we have the vehicle impounded? Yes, sir, Detective. We'll follow up on the owner. Get a statement from Jacobs, and I'll read your report back at the station. Okay, so dann mal gucken, wo wir jetzt überall hin können. Laufen wir mal wieder ein Stückchen. What's going on over there? Ja, komm, beeil dich hier, Junge. Also ich würde aber gerne noch, bevor wir den... We can visit the Packard dealership or head back to Central and interview this Valdez character. Your call. Ja, ich fahre erst zum Autohaus. Weil das ist natürlich sehr viel interessanter, wenn man mit ein bisschen Infos da nochmal lang geht. Also wenden wir mal ganz... This has got to be the 50th abandoned vehicle call we have caught this year. One more and I'm gonna go crazy. Not your favorite cases? You kidding me? This is barely even police work. Of all the bad guys in this city, we get lumped with the ones who can't even be bothered to keep what they steal. Ja, aber irgendjemand muss sich ja auch darum kümmern, ne? Und das ist natürlich jetzt erstmal unsere Abteilung. Und wir arbeiten sicherlich noch hoch. Also so richtig cool finde ich den Job jetzt auch nicht. Sich um irgendwelche verlassenen Autos zu kümmern und dann zu denken, boah. Any unit able to handle a citizen reports a 211 in progress. Nope. 37 East 8th Street, unit to handle code 3 identify. Wow, was? Warum? Warum geht's hier so steil bergab? Das hat man jetzt nicht so richtig erkannt. So, jetzt unterhalten die sich gar nicht mehr weiter. Zack. Wow. Entschuldigung. So, jetzt können wir hier links runter, glaube ich. Und dann mal gucken, was uns da erwartet. Und mal gucken, vor allem, ich meine, wir haben bisher nur das Indiz, dass ja eben ein Schraubenschlüssel lag von denen. Aber ich glaube nicht, dass wir irgendwas über die Latinos rausfinden dabei. Na, mal gucken. Let me guess. You were making your way past the lot, caught sight of the new model four-door, and couldn't help yourself. You could see yourself in that car and just had to take a closer look. Well, I can't say as I blame you. LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, William Dewey, proprietor, at your service. We're investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine embassy. Are you missing a combination wrench? I don't know, Detective. But I know how we can find out. Follow me. Okay. Dann gehen wir mal in seine Werkstatt. Typischer Verkäufer, oder? So, gleich erstmal mit der Tür ins Haus. Also mit, in dem Fall mit vier Türen. So, dann schauen wir uns hier mal eben um. Ja, und da sehe ich doch jetzt schon. Be my guest. Da fehlt so einige. You guys aren't interested in a new car, huh? Maybe a used car. I have some nice used cars for guys in your wage bracket. Why don't you give us some alone time, Dewey? Go sell some cars or whatever it is that you do here.
So, während die da schnacken, bastel ich das mal hier zusammen. Oh, da unten fehlt noch einer. So. That's not right. Und das Ganze nur, um zu sehen, ob da einer passt, einer fehlt, und das kann ich euch jetzt schon sagen. Ja. Dahin, genau. Alle schön in Zoll angegeben. So. Gabriel Delgado is missing a three-quarter. Wer liegt denn da unterm Auto? I bet abroad's been driving this auto. The clutch is a mess. Kann man sich hier noch großartig umgucken? Gibt's hier noch was? Das könnte das Kennzeichen sein, oder? Circumstantial. Nee, doch nicht. Hier können natürlich viele Kennzeichen rumliegen. Das ist auch nur ein Meißel. Also nichts Dramatisches. Das ist ein schön glänzendes Auto. Muss man sagen. Okay, er hat da nicht viel. Glaube ich einfach mal sein Werkzeug. Nope. Nope. Okay. Don't think this is gonna help us. Na, ich glaube auch nicht. Okay, ich glaube, so richtig viel können wir jetzt nicht reißen. Guckt sich die Teile da an. Help me out. We'll need a full statement from Dewey to put in our report. Wer war denn Dewey noch gleich? William Dewey. Achso. Gut, okay. Dann gehen wir mal wieder zu ihm. Jetzt frage ich mich bloß, ob ich da drin irgendwas übersehen habe. Das ist der Cola King. So, wir stürmen einfach mal rein. So. Packards are great cars, but this doesn't look like the kind of place favored by foreign embassies. How do you know Valdez? I don't know Valdez. The embassy bought the car. All I know is he must know a quality car when he sees one. Okay, das glaube ich ihm. So Valdez was just driving by and he saw the car. Yeah, something like that. Happens all the time. Aha, Mist. Where can we find Delgado? I don't know. Sure as hell isn't here. Address, Dewey, or my partner shoves her head in a car door. Okay, all right. Apartment 3103 Hill Street. And tell him from me, if he ever shows his face around here again, I'm gonna kick his butt from here to Kingdom Come. Okay, das war also genau richtig. A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the location. Thieving bastards will steal anything the minute your back is turned. Ich glaube, er lügt. Stop lying to me, Dewey. The thieves work for you. You can't prove that. Go ahead and try. Womit können wir das denn beweisen? PR70, das ist nicht das, was wir da gefunden haben. Das Notizbuch, oder? Like I said, my tools get stolen on a regular basis. You don't want to believe me? I'm not going to say anymore. Nee, das war nicht richtig. We'll be keeping an eye on you, Dewey. And spreading the word that you don't like to cooperate with the LAPD. We really ought to take more time over the Packard, Phelps. Let's head back to the empty lot. Ah, da hab ich's wieder verkackt. Manu. An diesen Befragungssachen bin ich noch nicht ganz so gut irgendwie.
Da muss ich noch mal ein bisschen gucken, was man da machen kann. So, dann gehen wir mal dahin. Ist ja immer die letzte bekannte Adresse. Boah, kommen hier gerade viele Autos. Ups. Ach, kommt, Leute. Jesus, Cole! Mein Gott. You read this story in the Examiner about the Navy developing three-dimensional movies? What's a dimension? You know, like a graph. Vertical axis is Y and horizontal is X. Well, that's clear as mud. Third dimension would be Z. So, things would be popping out of the screen. That's ridiculous. Scare people out of the theater. God's name would want that. I don't know. People scoffed at the idea of talkies in color. Look what we have now. All units, officers, help. Major 415, 1624 West 3rd Street, 1624 West 3rd Street. Any unit to handle code 3, identify. Zu dem Thema Kino war ja früher wirklich so, ne? Dass bei dem ersten Film ein Zug auf die Leinwand zuraste quasi und die Leute panisch aufgesprungen sind und dann, ah, der Zug kommt aus dem Bild. Ah, das ist wirklich wahr. Das ist keine erfundene Geschichte. So, dann jetzt mal zurück und danach mache ich dann auch mal eine Aufnahmepause. Ich merke nämlich langsam, das Spiel ist auch ein bisschen... Oh. Ein bisschen anstrengend, weil man natürlich immer ein bisschen dabei nachdenken muss und ein bisschen überlegen muss. Und nichts für mal so eben nebenbei. Also da braucht man schon ein bisschen Ruhe für, aber finde ich auch sehr cool. Aber ich spiele jetzt auch schon wieder ein paar Stunden hier gerade. Deswegen reicht das dann auch gleich. Aber erstmal schauen wir uns das Apartment hier noch an. Okay, let's see what Gabriel has to say for himself. I just hope our archangel hasn't already flown. It's him, the cop in the newspapers. Hier stehen so drei Typen vor, die könnten das auch sein. Also zumindest so laut der Beschreibung von dem alten Mann könnte das alles so sein. Dann gehen wir mal da rein. Guten Tag. Jetzt würde ich gerade nur noch mal ganz kurz gucken, wer er gleich war. Das ging jetzt irgendwie auch an mir vorbei. Ach, der Generalkonsul und Besitzer des Dingens. Ah ja, okay. Habt ihr irgendwie Briefkästen gesehen? Hier vorne irgendwo welche? Nee. Komisch, keine Briefkästen, aber verschiedene Apartments. Da steht auch nichts dran. Was liegt hier alles? Here he is, apartment 3. Aha. So, 2, 1, also eine Etage hoch. Dürfte dann hier sein, oder? Knock, knock. Yes. Hello. LAPD, ma'am. We're looking for Gabriel Delgado. Gabriel? We're from the police. Policia, you understand? Yes, I understand. Could you come inside? What is your name? Ana Rodriguez. Is Gabriel Delgado here, Ms. Rodriguez? No. What do you want with Gabriel? Is he in trouble? Stay where you are, Miss Rodriguez. We need to take a look around. But he is not here. I have told you. Check out the surrounds. I'll stay with the broad. Ah, guck mal da, das Fähnchen, das kennen wir doch. How far along are you, Anna? Können wir da nicht ran? Ich denke, das ist das Fähnchen vom Konsul. Right. Also von dem Auto, meine ich. When you go into labor and he's not around. You are wrong about Gabriel. He will be a good father. Already he works hard to provide for us. Unless you help us here, Anna, your little one won't be seeing Papa. Okay, was haben wir hier? Nothing significant. Ja, alles klar. Und da?
It would take a smarter man than me to connect that. Okay. Ja, das war's auch. Mehr können wir nicht auswählen. Ich weiß nicht, die scheinen doch nicht so lange hier zu wohnen, oder? Zumindest stehen da noch Kartons in der Ecke und so. Junk. Ich glaube nicht. Okay, oder doch? Was haben wir da? Difficult to tell whether it's the suspect vehicle from the scene. Certainly Gabriel's pride and joy. Serving breakfast for two, Anna? You should have cleared up. Stimmt. Da hat er wahr. Wenn man es mal so sagen will, hier kocht das Wasser noch. So, mal gucken, wo wir jetzt hier hinkommen. Nee, da kommen wir nicht rein, okay. Dann gehen wir mal da runter. Dann drücken wir doch mal I. So, mal alle Hinweise anzeigen. Aha. Eigentlich auch ein bisschen verschwendet. Ich glaube, da wäre ich auch noch so drauf gekommen. Looks like Valdez gets his wheel back. Ja, das stimmt.